Ja, heute sind wir aber im Pandomio. Hier fährt schon mal Apollo 13, also vom Küchenmeister. Neben steht natürlich auch noch Küchenmeister sein Conga, eine 45 Meter hohe Schaukel. Ja, hier vorne steht der, also stehen wir jetzt im Hintergrund, der Nummer 1 Autoscooter von Isten. Und im Hintergrund steht noch der Pixel, aber den werden wir auch noch mal sehen. Ja, und was wir noch so alles sieht, werdet ihr dann in dem Vlog erfahren. Was wir jetzt als erstes machen, werden wir dann sehen. Bis später. So, wir stehen jetzt gerade vom, wie ich gerade ihn gefilmt habe, vom Disco Jet. Also auf dem Disco Jet von Heidmann. Ja, ich war gerade im Schocker oben drin. Ja, der Schocker ist halt, die Effekte sind halt da richtig cool, wegen an den Wagen dran knallen, dass es da halt die Effekte gibt. Ich werde mir auch gleich in den Disco Jet reinschmeißen. Ich werde jetzt gleich erstmal einen Off-Ride machen, dann On-Ride. Ja, und was wir dann noch weitermachen, werdet ihr dann sehen. Ich versuche ihn natürlich, wenn ich schaffe, alles so mitzunehmen. Wenn man ja schon mal 34 Euro hinlegt. Ja. Ich glaube 34 war das jetzt. Ich weiß es aber den Eintrag nicht mehr genau. Aber für alles fahren passt das natürlich. Ja, weil man ja denkt schon mal auf den normalen Kirmes, wie viel Apollo oder allein auch schon Conga kosten. Und dann, wenn die nicht zusammenstehen und kein Kombi-Ticket haben. Ja, und deswegen geht es das eigentlich per Preis her. Ja. Deswegen ist es eigentlich ein humaner Preis, was man hier bezahlt, um so viele Aktionen von der Kirmes allein zu fahren. Ja, aber ich wollte dann Off-Ride machen, weil der fährt gerade los. Bis gleich. We are heroes tonight. We will fly up.
Nummer 1 von Bonner. Hier vorne steht der Coco Beach noch. Eine kleine Kinderachterbahn. Und ganz im Hintergrund, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den seht, steht noch der Voodoo Jumper von Schäfer. Was wir dann später eben jetzt noch machen. Ich melde mich dann wieder. Bis später. Tschö. Vorwärts hinfilmen. Müsstet ihr es erkennen?
Jumper von Schäfer. Ja, und da werde ich jetzt dann einen On-Ride machen. Viele Off-Rides werde ich aber heute nicht schaffen, weil irgendwie zeitlich hier auch sehr schwer auf dem Platz, weil hier steht ziemlich viel. Ich bin froh, wenn ich dann einen On-Ride auch schaffe. Ja, werdet ihr dann sehen, wie viel ich dann schaffe. Bis später. Ich werde mich jetzt da reinbewegen. Zurück Richtung Platz, wo der Disco-Jet steht und ein kleines Kettenkarussell. Dahinter ist nämlich so eine kleine Show, da werden wir mal vorbei pushen. Ja, wenn man das jetzt mal so hier hat, ihr habt ja dann überall auch im Park so welche Park, so gesehen Parküberpläne, Parkübersichten so gesehen gesagt. Gesagt, ja, und das ist dann halt so ein kleiner Platz hier unten gewesen. Wir gehen jetzt hier unter so eine kleine Unterführung, so wir sehen zurück zu einem anderen Platz. Ja, wie gesagt, hier unten stand der Poseidon mit Schneider und Heidmann, die Wasserbahn, Coco Beach, ein kleiner Dings. Der gute Jumper von Schäfer war hier gerade drin, krumm und schief, der Breaker Nummer 1 von Bonner. Ja, und wir gehen dann jetzt erstmal weiter. Erstmal bis später. So, die beiden Sachen, wo ich jetzt draufgefilmt habe, also Wilde Maus XXL und ich habe euch gerade drin gewesen. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg Richtung. Wir sind auch mit dem einen der Wintersnacke, den sieht man sogar hier. Hier durch. Da wo Ding steht, von 1001 Nacht von Hartmann und hängen auch diese Tower. Ja. Und eine große Rutsche, ich weiß jetzt aber gerade nicht, welche das ist. Und da sind wir gerade hin auf dem Weg. Ja, mal gucken. Ich habe eigentlich noch vor, beide mitzunehmen, On-Ride zu machen. Ja. Werde ich dann aber sehen, was wir dann noch weiterhin machen. Bis später, ich melde mich dann wieder. We'll be right back.
Richtung wieder den Ausgang. Hier vorne habe ich noch gar nicht gesehen. Steht noch ein kleiner Autoscooter, also Richtung vorne geht es jetzt für uns Richtung Apollo 13 und Conga, also vorne steht Chocker, Pixel. Ja. Dann sind wir dahin auf dem Weg. Mal gucken, was wir heute noch machen. Werdet ihr dann gleich sehen. Bis später. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Den Autoscooter von Isken, Autoscooter Nummer 1 von Isken, so gesehen gesagt. Und dahinter ist der Pixel. Ja, dann haben wir eigentlich so gut wie alles bald durch. Ich würde mal gucken, was wir noch machen. Also vorne ist eigentlich. Ne, das war's dann noch mit vorne. Mit. Das war's so mit den Karussells. Ich schätze mal, dann werden wir wohl auch bald abhauen, aber ihr werdet es ja dann sehen. Dann werde ich mich abmelden. Ich würde mal sagen, dann bis später oder ich melde mich gleich ab. Mal werdet ihr dann sehen. Bis gleich. Turn us to thousands.
Kessel. Seht ihr den mal vom Front aus. Ja, und daneben an sofort der Autoscooter Nummer 1 von Isten. Den haben wir auch letztes Mal gesehen in letztes Mal in Soestal Heiligenkirchen haben wir den gesehen. Stand ja unten mit Skyfall und so. Ja, dafür nochmal gerade durch den Wald zu sehen, der Apollo 13. Ja, und da bin ich eigentlich so gut wie bald alles gefahren. Pixel bin ich jetzt noch nicht mitgefahren. Ja, so Weltflug habe ich noch nicht mitgenommen. Kleine Achterbahn habe ich jetzt nicht gefahren. Ja, aber Pixel weiß ich jetzt nicht, ob wir da noch fahren. Das kann ich noch nicht sagen, aber da werdet ihr dann sehen. Entweder ihr kommt mal mit rein oder bin ich nicht gefahren, aber sonst bin ich eigentlich alles gefahren, ja, und außerdem den Autoscooter bis jetzt noch nicht. Ja, dann mit bin ich gefahren hier Konga, Apollo 13, den Twister, die wilde Maus, den Hangover The Tower, die 1001 Nacht, Breaker Nummer 1 von Bonner, Voodoo Jumper und alles andere, was es so gibt. Ja, und das werdet ihr in den Vlog verpasst kriegen. Ja. Mal gucken, wann er auch rauskommt. Wann ich dazu komme, den zu schneiden. Aber jetzt noch anderthalb Wochen Urlaub. Und da sollte es eigentlich hinkriegen, den rauszukriegen. Ja. Aber werden wir dann mal nachgucken, was wir jetzt noch machen. Ich werde mich dann wieder melden oder ja, dann oder beim Ausgang. Das werdet ihr dann sehen, was jetzt noch kommt. Bis später. Pixel habe ich jetzt auch doch noch mal mitgenommen, da werdet ihr auch einen Anreiz sehen. Hier habe ich jetzt, also hier wurde dann aufgebaut so ein Piraten-Spielparadies, also mit Spielbuden, also in so einem Piraten-Style. Wurde hier halt aufgebaut und hier hinten seht ihr halt, könnt ihr euch was zu essen und trinken und alles drum und dran holen. In der Mitte steht der Backfisch. Und alles drum und dran. Und hier ist so ein Piratenspielgerät links. Ja, und für uns, was ist jetzt dann auch im Kondom hier? War eigentlich ein schöner Tag. Ja, ich werde jetzt dann wahrscheinlich nochmal auf die Toilette gehen, weil wir hier zurückfahren. Ja, und trotzdem, wenn euch das heute gefallen hat, dann guckt auch bei meinen Kanälen vorbei. Let's Play mit Fahren und Hamburg. Ja. Und dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi! Yeah.